hat die neurale Schnittstelle vorangetrieben. Die schlimmste Art von Wissenschaft. Er hat den räumlichen Sensor als Zielsystem eingerichtet. Nock hat die Arme zu Waffen gemacht und ich hab's nicht mal bemerkt. Was wollte Doc denn damit? Wunderbar. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. Was wollte Doc denn damit? Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Tests zur Biokompatibilität von Kohlenstoff-Nanoröhren. Recht guter Kandidat für ein Gewebeinterface, aber das können wir noch besser. Graphen, aber mit einzigartiger Struktur. Was ist das? Oh, Wahnsinn! Das ist ein Nanogitter. Wow, das ist stark. Das könnte ein tolles Bauelement für Prothesen werden. Doc experimentiert mit Supraleitern. Sehr cool. Komplexe Oxidkeramik. Perfekter Typ 2 Supraleiter. Er wird heiß. Aber vielleicht für einen Außencontroller? Irgendein Polymer. Das ist fantastisch. Ein selbstheilendes Polymer. Dieses Zeug übersteht fast alles. Wollen wir mal sehen. Ich hab's. Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Das sieht gut aus. Okay, ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein.